Oh, dann noch schnell den Ankühlsattel nachgereicht. Ankylos aus. Wird wohl gecraftet. Can be at smithy. Ankylo. Fehlt nur noch Metallingots. 10 Stück. Ich bitte dich. Zack. Mit Steuerung Doppelklick kriegt man dann immer nur 5. Zack. Ankylosattel. Ich kann aber direkt einen zweiten machen. Wir brauchen eh immer Pärchen. Und den zweiten. Da. Dann können wir direkt mal gucken, was der so bringt. Wups. Oh ja, Wait braucht er erstmal. Mit dem dicken Olli kommt er nicht voran. So, da ich schneller an der Farmstelle bin, laufe ich mal zu Fuß vor. Und hole den Anki dann per Porter. Gelle? Mhm. Hopp. Furchtbar. Weg da. Na nun? Ah, da. So, nehmen wir ein kleines bisschen abseits. Teleporter ist auf 5. Zack. Zack. Home. Zu Hause. Okay, den auch erstmal auf Small. Den auch auf Small. Zack. Jetzt teleportieren wir wieder alles Mögliche weg. Auf zum Farmen. Movement Speed braucht er dann nämlich nicht mehr, da habe ich für ihn falsch gedenkt. Zack. Gut, da so raus. 24 Metall aus dem normalen Stein. ...572 aus dem Metallstein. 584, jetzt checke ich das mal selbst. 584 zu... Nö, ist gleich. Die Waffen sind ja nicht abgegradet. Okay, also solange wir kein besseres Farmwerkzeug haben, ist der Ankylo die Wahl. Der farmt im Übrigen ganz gut Bären dabei. Hm. Willst du den 104er Stego? 104er Stego? Hm. Mhm. Machen. Oh, 112er Petri gerade erschlagen mit dem Ankylo. Der kam gerade den Berg hoch, als ich ausgeholt habe. Oh. Mhm. Hm. Keiner gesehen. Steigen. Der bumpert auch. Das ist also nicht nur auf Eternal. Yep. Der Ankylo pumpt auch wie ein Herzschlag, während du schlägst. Oh. Nicht nur auf Eternal. Mhm. Hm. Komisch. Direkt alles abformen. Ach, das war nur noch Texturreste. Okay. Was macht der Bauhelm? Tick. Upp. Alles. Yep, Selbstmordteile. Zack, 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 zack. Ach, wir brauchen ja sowieso für die Höhlen später hier diese Ronto-Dinger da. Ja. Ja. Der hat keinen. Achso, den habe ich schon, oder was? Mal ein bisschen Primeat mit.
Okay. Wo ist denn der Ankylo den gekriegt? Ach, der Ankylo hat den gekriegt, weil der Ankylo den gehittet hat. So. Ich komme gerade noch 3 Steine und dann komme ich wieder angeportet. Mehr als 3, aber egal. Ich fahre mir einmal alles weg, dann sieht man auf den ersten Blick, ob wieder da ist. Ach, ich habe die Waffe und die Darts noch in der Tasche. Mist. Natürlich nicht so schlau. Okay. Hau zu. Nicht so schüchtern. Okay, jetzt ist aber auf den ersten Blick alles ersichtlich. Wir können aber ruhig noch ein bisschen Gewicht gebrauchen. Na komm, 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 komm. So. Obwohl die Kakerlake im Wasser ist ja auch schnell. Oh. Lelele. Bin wieder da, wo muss ich hin? Oder wo soll ich hin? Und was war Stego, ne? Ja. Brauchen wir für ein Stego lila Bären? Die sollte ich jetzt im Ankyl haben. Aber sowas von. Okay. Wo bist du? Ich war jetzt gerade mit dem Trag ein bisschen unterwegs. Ja, haus ich hier nicht ab. Mhm. So, da drüben. Beim Pronto. Ah. Aber frag mich jetzt bitte nicht, welcher von den Vieren es ist. Juhu. Geh mal schauen. Oh, 5 sind sogar. 12. 104. Mattehaier. Ist Male. Dann können wir uns irgendein Female noch dazu nehmen. Female 12. Female 20. Schläft auch direkt. Gebe ich mal 600 Bären. Komm zu dir. Krieg die restlichen Bären. Gut. Dann können wir erstmal zu denen da drüber. Der wird als erstes fertig sein. Unterm Bronto liegt er. Mhm. Was ist denn der Bronto für ein Level? Oh. 16. Ach, Kiddies, lass mich da mal. Aber für Bronto-Eier, oder? Mhm. Naja. 6. Männchen. Ja, Weibchen kriegen wir auch noch. Oh. Boah. Jetzt wäre ich fast erschlagen worden. Wegen den Eiern. Können wir die nächsten Viecher alle besser zähmen. Auswechseln können wir ja immer noch. Ja, so ein Männchen, der legt keine Eier. Nein, nein, Weibchen noch dazu, dann legen die ja mehr Eier, ja, wenn die ein paar sind. Mhm. KK. 80, läuft. Haben wir ein Stego auch in der Tasche. Mhm. So, was war unser Triken Female, ne? Ja. Haben wir noch ein Mail für? Mhm. Na, erstmal den hier aufwachen lassen, dann gucken wir, was der da drüben ist. Genau. Gießen wir den vielleicht auch noch. Jo, Stego fertig, haben wir beide auf Tasche. Bleib mal hier. So, bist du Mail? Du bist Bill. Nacht. Hopp. Und bist du Stego? Haben wir schon ein Stego? Haben wir auch gerade 2 gelegt. Ah ja, genau. Immer. Du? Ja. Female Ankylo. Was ist unser? Nur Level 12. Was ist unser? Gerne. Okay. Was ist unser? Unseres ist ein Männchen. Und das ist ein Female? Ja. Okay. Wir sollten, der Bronto ist fertig, Scheibenkleister. Hm. Ah, wir müssen eh gleich noch ein Weibchen legen. Hier ist der 104er Stego. Ja, warte, ich komme eben. Dann, und dann holen wir uns noch den Ankylo.
Hopp. Diesmal kannst du den aber schießen. So, warte mal. Bestimmt Female, oder? Ne, auch Male. Oh, schön, ein lecker Bronto-Ei. Hey, ganz locker. Female, geschossen. In der Grube. So, ich komme jetzt aber zu dir. Ich habe sie noch nicht versorgt. Können wir uns gleich gemeinsam holen. So, dann lege ich dir mal alles in Strike. Jetzt schießt du. Aber erst kommen wir mal in den Land. Komm. Perfekt. Dann haben wir da schon mal die Eierleger. Aha. Die können mit den Augen rollen, die Trikes. Habe ich ja noch nie gesehen. Du stehst auf Attacking Target, ne? Ja. Anki sollte instant fertig werden. Die Lagones. Level. Ach, ich bitte dich, Pilla. Der Trike ist noch immer hinter dir her. Ja. Ach, voll. Oh. Stimmt, Ankylo. Ja. Das war super. Okay, ich hab's mitgekriegt. Und den hatten wir ja schon. Den Eintrag. Achso, ja, genau. Der Bronto hinten in der Sinkergrube. Ah, der Ankylo folgt auch dir. Okay. Na, hast du schon mitgekriegt. Ego. Brontilda. Nee, Brontolo. Bringen wir die erstmal heim. Hoppala. Und dann gehen wir schnell den Bronto versorgen. Das dauert. Klassisch. Jetzt alle hier? Ne, die Stegos fehlen noch, ne? Ja. Ja, die wurden ja gerade attackiert. Achso. Uns nur noch den Bronto abholen, den haben wir beide verpasst. So, dann haben wir alle hier, ne? Ja. Super. Dann mal ein fettes Passiv. Dann kommen, gehen wir in die Ecke, eben den Bronto machen. Der schläft schon. Ja, der dürfte jetzt instant fertig sein. Und fertig. Oh. Perfekt. Haben wir beide auch den Erfolg. Direkt auch passiven. Ein Ei. Oh, da vorne greift irgendwas unsere Tiere an.
Wieso sind die Stegos denn jetzt wieder auf? Werden gerade von Mantas aufgefressen. Warum sind die ins Wasser gegangen? Sind die denn jetzt ins Wasser gegangen? Keine Ahnung. Sind wir schon lang. Passiv und. Die Mantas sind jetzt alle tot. Okay. Oh, guck mal, da ist noch so ein Basilo. Sollen wir den auch direkt mal mitnehmen? Den Sack hatte ich doch vorher gesagt. Ja, okay. Mit Fleisch. Eat. Oh, hat sich wieder übergeben. Wait until it's hungry again. Haben wir schon zur Hälfte getämt, ne? Circa. Wenn man Raffisch mit hätte, wäre es besser. Ich mache manchmal aus Haien, glaube ich. Oh, ich guck gerade in sein Herz. Oh, die haben sie ja richtig aufgebaut von ihnen. Mit Adern und Gefäßen. Was? Ach, das ist ja gar nicht. Ich habe in Pflanzen gehangen, ich Trottel. Sophie, jetzt krieg ich mal wieder Hunger. Produziert dann, glaube ich, für uns auch weiterhin Öl. Oh, fertig. Er hier mit seiner Manta-Armee eingerückt und wollte unsere Stegos fressen. Kleine Priester. Ah, der war vorher schon da. Ja? Mhm. Oh, Wahlgesang. Auch neu. Nochmal. Oh. Nach dem ersten Mal sollte es aber schneller gehen. Wer sich wundert, jo, fertig. Hast du gekriegt? Ja. Super. Also ich war da. Ja, dann kann er auch direkt da bleiben, wo er. Na gut. Nee. Dreh ich nochmal rum. Wo ist er brav? Sehr schön. Zack. Kriegt er von uns das Fleisch. Wird er da versorgt. Der sollte natürlich besser nicht passiv sein. So. Okay. Upp. 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 Was läuft denn hier jetzt? Okay, das sieht gut aus. Zementpaste. Wir können die super fortsetzen. Oder? Jep, Metallingot fehlt halt nur noch ein bisschen was. Aber wenn überall 111 drin ist, sieht das auch nicht gut aus. 113.
Mobbing arbeiten. Zack. Und was fehlt denn jetzt noch? Okay, wir haben erst 1112. Das dauert noch.